Fledermäuse hängen mit dem Kopf nach unten. Nur einer nicht. Das ist Fledolin. Schatz, häng ihn verkehrt herum. Dann fühlt er sich wohler. Ach, die anderen Fledermausbabys hängen, wie es sich gehört, mit dem Kopf nach unten. Nur unser Fledolin nicht. Was machen wir nur? Sei nicht traurig. Er ist halt ein besonderer Junge. Mach dir keine Sorgen. Und so wuchs Fledolin heran. Er war eine zufriedene kleine Fledermaus. Doch manchmal wollte er wissen, warum er verkehrt herum war. Er fragte nach. Emma, warum hänge ich verkehrt herum? Damit du immer den Ball findest, wenn Billy ihn in der Wiese verloren hatte. Willi und Lotte, warum hänge ich verkehrt herum? Du willst immer der Beste beim Drachen sinken lassen sein. Darum bist du so. Kannst du kurz auf meine Kinder aufpassen, Fledolin? Okay, geht klar, Frau Amsel. Weißt du eigentlich, warum ich verkehrt herumhänge? Na, weil du so der beste Babysitter für meine kleinen Amseln bist, ist doch klar. Oma, warum hänge ich verkehrt herum? Na, so kannst du viel besser Jojo spielen als jeder andere und wirst mal ein berühmter Jojo-Spieler. Onkel Waldemar, warum hänge ich verkehrt herum? Komm, Fledolin, ich zeig dir mal andere verkehrt herums. Sie flogen zu einem großen Haus, in dem Menschen wohnten. Siehst du, hier gibt es auch viele verkehrt herums. Aber pass auf, manche von ihnen sind sehr gefährlich, wie zum Beispiel der Fuchs. Und dann flogen sie zurück in ihrer Höhle und alle Fledermäuse schliefen kopfüber ein, bis auf Fledolin. Der legte sich in den Höhleneingang, sein Lieblingsschlafplatz. Im Eingang kann keine Fledermaus sein. Die schlafen alle kopfüber. Da bleibe ich, armer Fuchs, wohl wieder hungrig. Als es Nacht wurde, jagten sie alle gemeinsam Insekten. Sie vergaßen, wo unten und oben war. Jetzt wollten alle nur eins, sich den Bauch vollschlagen. Muah, du bist einmalig, mein Sohn. Ein Hörspiel von Lydia, Domenico, Alexander, Alex, David und Laurin. Nach dem Bilderbuch Fledolin verkehrt herum von Antje Damm.